linker Mann auf Außen, der sicherlich bessere Flanken schlagen kann als ihn. Zimmer mit dem Versuch. Und die Chance und das Tor! Hansa Rostock führt. Und Dennis Hertmann ist der Torschütze. Kurz vor der Pause dieser Hammer zum 1:0. Und da feiert er vor der Südtribüne, da kommt die Faust raus. Und das hier ist seine Antwort, seine Rückkehr nach der Suspendierung. Ein Spiel hat ihn der Trainer rausgenommen, nachdem er sich im Training geprügelt hat mit Pierre Stöller. Und Christian Brandt hat ihn zurückgeholt, ihm das Vertrauen gegeben. Und das rechtfertigt ihr hier der Dennis Erdmann mit diesem unhaltbaren Schuss. 1:0 Führung für Hansa Rostock. Nicht wirklich verdient, weil zuletzt die Kieler doch am Drücker waren. Aber jetzt natürlich kann es dem Spiel gut tun, denn jetzt muss Holstein Kiel mehr machen. Und wir sehen dann hoffentlich auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit dann besseres Nordderby. Der Befreiungsschlag. Und der Schlusspfiff. Hansa Rostock gewinnt das Nordderby, das Ostseederby gegen Holstein Kiel mit 1:0. Und alle beglückwünschen ihn. Dennis Erdmann, den Siegtorschützen. Faires Handshake, fairer Handshake da bei den beiden Trainer. Und Dennis Erdmann, der wird diesen Abend nicht so schnell vergessen. Erst suspendiert und jetzt hier gefeiert und triumphiert für Hansa Rostock sein Treffer aus der 43. Minute. Der entscheidende. Hansa meldet sich zurück. 1:0 in Cottbus. Der erste Auswärtssieg seit einem halben Jahr. 1:0 gegen Holstein Kiel. Der erste Sieg in der dritten Liga überhaupt gegen die Kieler. Also ein Stück weit ein kleiner historischer Abend, kann man schon fast sagen, für die Rostocker. Zwei Pünktchen waren es bisher, Abstand zum Abstiegsplatz. Jetzt könnten es ein paar mehr werden. Und hier die entscheidende Szene. Der Pass von Zimmer. Dann kommt Andres und dann kommt der Kieler. Hermann will klären, aber vor die Füße von Dennis Erdmann. Und der mit dem rechten Fuß. Knallhart, Spannstoß. Keine Chance für Robin Zentner. Rein mitten hinein ins Glück. 1:0 der Siegtreffer von Dennis Erdmann. Also das wird den Rostockern Auftrieb geben. Die Kieler dagegen können sich ihren schielenden Blick Richtung oben, Richtung Platz 4 erstmal abschreiben. Das weiß auch Carsten Neitzel. Diese Niederlage tut weh. Denn es bedeutet, dass es auch in den nächsten Wochen wieder mit dem Blick Richtung unten weitergehen wird. Schon am Samstag gegen Cottbus, die auf einem Abstiegsplatz stehen. Schon dort am Samstag im Kieler Holstein-Stadion müssen die Störche sich zurückmelden mit einem Dreier, mit einem Sieg. Das war heute zu wenig, vor allem im Spiel nach vorne. Wenig konstruktiv, wenig ideenreich. Die höhere Qualität im Spielerischen haben die Kieler heute nicht gezeigt. Und deswegen ist der Sieg auch nicht ganz unverdient für die Rostocker, die sich hier vor allem kämpferisch als starke Einheit gezeigt haben. Viele von ihnen werden mit am Samstag nach Magdeburg fahren. Auch da gibt es ja ein Duell der Traditionsvereine, Magdeburg gegen Rostock. 2000 Karten haben die Magdeburger dann für die Hansa-Fans doch noch locker gemacht. So stimmungsvoll wie heute wird es da nicht sein, aber sie werden ihrer Mannschaft den Rücken stärken. Und so wie heute, wenn es friedlich bleibt, ist das auch absolut top und wichtig für diese Mannschaft. Und morgen geht es ja schon weiter mit dem nächsten Top-Duell.
Top-Duell, muss man das ja sagen. Hier ein Abstiegsduell, dort ein Top-Duell in Osnabrück. VfL gegen Dynamo Dresden. Bei uns im Livestream ab 20.30 Uhr wird sich da mein Kollege Matthias Kammann von der Bremer Brücke melden. Für die Osnabrücker zuletzt ja mit einer starken Erfolgsserie. Ein ganz wichtiges Spiel, ob sie vielleicht auch den Tabellenführer da mal eine kleine Schramme beifügen können und ihre Erfolgsserie weiter fortsetzen können. Und Patrick Halatsch hat den Trainer der Kieler. Ja, Carsten Neitzel ist bei uns der Trainer von Holstein Kiel. An dem Schlusspfiff und dem Jubel der Fans hat man eben gemerkt, wie wichtig der Sieg hier für Hansa Rostock ist. Was war am Ende ausschlaggebend, dass Hansa gewonnen hat? Ja, ausschlaggebend war, dass wir leider in der Einsituation, und das ist auch kein Geheimnis, wo Hürmi den Fehler macht, dass wir die Torschance oder das Tor der Rostocker selbst auflegen. Ansonsten, finde ich, haben wir den Kampf angenommen. Wir haben versucht, auf diesem wunderbaren Kunstrasenplatz hier Fußball zu spielen, in den richtigen Momenten. Wir hatten eine gute Kombination der ersten Halbzeit, haben ein Abseitstor gemacht. Wir hatten einen super Kopfball von Domi Schmidt, den der Torwart überragend hält. Also, viel hat nie gefehlt, ja, aber es hat was gefehlt und deswegen müssen wir dann dem Gegner zum Sieg gratulieren. Sie sprechen den Platz gerade an. Wie schwer ist das für eine Mannschaft, die ja eher über den Kombinationsfußball kommt, als jetzt beispielsweise Hansa? Ja, trotzdem sagt man ja dann so, und da schließe ich mich dann auch der Allgemeinheit an, es müssen beide Mannschaften damit zurechtkommen, ja, weil ich finde, wir haben es nicht schlecht gemacht. Wir haben die langen Bälle im richtigen Moment gespielt, wir haben auf den zweiten Ball gespielt, aber haben dann unterm Strich doch nicht so viele Torschancen uns herauskombinieren können, um dann doch zum Torerfolg zu kommen. Ist das eben auch so ein Spiel in dieser Situation, so ein Spiel, wo dann eine Einzelaktion entscheidet oder ein individueller Fehler, typisch so für den Abstiegskampf? Ja, dass man in den engen Spielen in der dritten Liga nie in Rückstand geraten darf oder nicht in Rückstand geraten sollte, das wissen wir schon seit Wochen. Ja? Und trotzdem muss man mal ganz klar auch sagen, wenn die Mannschaft dann wie Hansa Rostock zu Hause 1-0 führt und hat dann so ein Publikum im Rücken, ist das schon mal eine ganz andere Wucht. Okay, vielen Dank, Carsten Neitzel. Wunderbar. Der Torschützen, Dennis, herzlichen Glückwunsch. Als hier der Schlusspfiff nach 4 Minuten Nachspielzeit ertönt ist, dieser Jubel, war das Ausdruck der ganzen Erleichterung, des ganzen Drucks, der da einfach... Ja klar, ich glaube, wir waren jetzt lange Zeit gebeutelt von ein paar Rückschlägen immer wieder und ja, da freut es natürlich einen umso mehr, dass die Leute, die hier kilometerweit gefahren sind, hier ins Stadion gekommen sind, mit einem guten Gefühl nach Hause fahren, dass wir einen guten Sprung gemacht haben, denke ich mal, und ja, das ist halt das Wichtigste. Und aber ich glaube, wir haben in 4 Tagen wieder das nächste Spiel gegen Magdeburg. Erzählen, wie Sie es gemacht haben. Am rechten Fuß, mit meinen neuen Schuhen. Neue Schuhe? Ja, die hat mein Bruder mir geschickt. Mit einem schönen Gruß, dass ich anziehen soll und ein Tor machen soll. Nee, aber die Jungs haben die letzten Tage immer gescherzt im Training, dass ich ja sowieso nicht das Tor treffen würde. Und da habe ich heute gesagt, komm, mach's mal einen rein. Und wichtig ist, dass wir in Magdeburg nachlegen. Und da kann man wegen der Zeugwart ein Tor machen. Hauptsache, wir gewinnen das Spiel in Magdeburg. Ja, vor allen Dingen erst der 1-0-Sieg in Cottbus, jetzt dieser 1-0-Sieg. Was bedeutet das jetzt im Abstiegskampf? Ein bisschen Luft endlich mal, ein bisschen durchatmen? Ja, klar. Ein bisschen durchatmen ist gut. Wir müssen jetzt nächste Woche in 3-4 Tagen wieder nach Magdeburg fahren. Aber natürlich tut natürlich gut. So ein Sieg jetzt und die Fans sind zufrieden. Ich glaube, wir sind jetzt 14. oder sowas. Ja, dann müssen wir einfach hungrig sein auf die nächsten Punkte, auf die nächsten Aufgaben. Und Magdeburg heißt das Ziel. Magdeburg müssen wir putzen, dann fahren wir wieder nach Hause und dann kommt, glaube ich, wen. Ja, so muss das jede Woche gehen. Aber mit viel Selbstbewusstsein jetzt, ne? In Magdeburg. Natürlich, ja, natürlich. Ich meine, ich fahre nicht nach Magdeburg und bin so klein mit Hut. Ich fahre nach Magdeburg, weil ich da auch 3 Punkte mitnehmen will. Da müssen wir nicht vermessen sein. Im Fußball geht es immer um 3 Punkte und ich will das Maximum haben und das Maximum sind 3 Punkte. Und alles andere, was danach kommt, steht in den Sternen, das ist mir aber auch scheißegal. Und von daher. Lassen Sie sich feiern. Vielen Dank, Dennis Erdmann. Dankeschön. Ja, und da kommt gleich der nächste Spiel, Marcel Ziemer. Wir wechseln mal ganz kurz die Seiten.
Nachspielzeit war es, glaube ich. Da lagen sie am Boden von Krämpfen geplagt. Ausdruck davon, wie viel Einsatz heute bei Hansa war. Ich weiß, sie waren natürlich angeschlagen, verletzt und ein bisschen Trainingsrückstand gehabt. Aber trotzdem Zeichen für den Kampf heute in der Mannschaft? Ja, das genauso, glaube ich, muss man im Abstiegskampf muss man genauso spielen. Und ich glaube, anders kann es nicht bestehen. Und das haben wir heute wieder geliefert wegen Cottbus. Und das wollten wir genauso bestätigen. Das haben wir gemacht und haben so ein Ding da reingedrückt irgendwie. Und ja, gewinnen das Ding am Ende. Inwieweit kann man sagen, hat Hansa jetzt genau, hoffentlich zum richtigen Zeitpunkt noch, genau diese Tugenden für sich entdeckt? Ja, im Abstiegskampf. Das war absolut wichtig. Wir stehen da unten drin, wir wissen jetzt, wie es geht. Und so können wir bestehen. Und wir müssen genau das abliefern, um unsere Punkte zu sammeln. Und dann kommen wir auch da unten raus. Die Basis dafür auch, dass es in der ganzen Defensivleistung so gut klappt. Zweimal ohne Gegentor jetzt zuletzt. Ja, das ist es. Wir arbeiten alle zusammen. Ich glaube, wir verteidigen sehr gut und haben fußballische Akzente drin. Wenn wir da ein bisschen ruhiger bleiben, machen wir das ein oder andere Tor vielleicht noch. Und dann wird das alles noch ein bisschen ruhiger. Und naja, wir haben es runtergefeiert und haben das Ding gewonnen. Und von daher zählt das. Inwieweit ist es eigentlich für einen Fußballer, wir haben über den Platz gesprochen, das ist nun nicht gerade der Beste. Kommt euch das trotzdem ein bisschen entgegen, weil ihr die Platzverhältnisse kennt? Ja, im Prinzip muss es egal sein. Das ist Abstiegskampf, der Platz sieht wieder umgepflügt aus und ich glaube, so soll es sein am Ende. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Okay, wir hören gerade, das war die letzte Stimme. Wird natürlich gerne Christian Brandt noch gehört, das liefern wir auf jeden Fall noch nach. Also ein hart umkämpfter Sieg für Hansa Rostock gegen Holstein Kiel. Ich glaube, wir haben alle wichtigen Stimmen gehört, es ist alles gesagt zu diesem Spiel.